Hoi Gaming VS, Let's Play, Let's Go, heute zu einer weiteren Folge The Elder Scrolls Blades in der Early Access Fassung. Und ich möchte mich vorab erstmal für die 500 Abonnements bedanken. Leute, wirklich, ihr seid die Besten. Ich kann gar nicht beschreiben, wie ich mich gefreut habe, als die E-Mail dann von YouTube reinkam. Ja, mit meinen ersten 500 Abonnenten. Next Step sind die 1000. Ja, unglaublich. Ich bedanke mich bei jedem Einzelnen von euch für die Likes, für die Abos und vor allem auch für die Kommentare. Ich finde das echt geil, wie wir uns hier immer wieder austauschen und mit dem einen oder anderen sogar auch schon privat im Gespräch sind. Also das finde ich wirklich nice. Und schön, dass ihr mir zuschaut. Schön, dass ich euch habe, meine Freunde. Gefällt mir wirklich sehr. In der heutigen Folge werden wir uns weiter um die ein oder andere Quest dann kümmern. Und sehen uns gleich wieder zurück. Bis gleich, meine Freunde. So, wir haben gesagt, wir ziehen uns hier die Quests rein und das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass wir ja eigentlich letzte Woche und in der letzten Folge herausgefunden haben, dass diese Totenköpfe nichts sagen, aber ich mache mir jetzt wirklich Sorgen, wenn die hier sagen, keine Ahnung, empfohlene Spielerstufe 31, 34, wieder 31, also das ist schon ein bisschen hart, muss ich sagen. Wobei wir dann hier bei den Nebenquests hier schon deutlich bessere Chancen haben, hier was zu reißen. Und ich würde auch vorschlagen, wir starten jetzt hier echt mal mit was relaxten und Überfall auf das Banditenlager heißt die Mission und wir sollen alle Banditen töten und die Königin hat eine Ahnung, wo sich das geheime Lager der Grünkappen befindet. Ihre Truppen brauchen meine Hilfe, um die Gesetzlosen angreifen zu können. Und ich würde sagen, wir starten jetzt auch direkt. Inventar ist fast voll, wir scheißen drauf und verlassen hier die Stadt und haben ein Geheimnis hier im Petto. Und ich nehme jetzt nochmal hier einen Schluck von meinem Wasserchen. So. Realness. Im Video, meine Freunde, keine Schnitte. Ihr wisst selber, wenn ich Durst habe, habe ich Durst. Und dann nehme ich mir hier auch ein kleines Schlückchen. So. Ja, ich bin mal gespannt, was uns hier erwartet, aber ich denke mal, das wird jetzt hier einfach nur so eine Hack-and-Slay-Mission ohne großen Schnickschnack und dann machen wir hier mal ein paar Banditen platt und schauen mal, was passiert. So, läuft. Nur 6 Banditen töten, das ist ja ein Klacks, meine Freunde hier. So, das war auch kein Problem. Und adieu. Next one. Ja, mit deinem Hackbeil da, mit deinem kleinen leichten Hackbeil. Da hack ich dich ja weg, Kollege. Tschüss. So, das läuft auf jeden Fall sehr motivierend. So, also nochmal, Leute, wirklich, ich feiere das gerade auch so ab hier. 500 Abonnenten, Mann. Mega. Richtig geil. Mich freut's auf jeden Fall. Der eine oder andere wird sich denken, ha, du Spast, Alter, was willst denn du jetzt mit deinen 500 Abonnenten? Aber für mich ist das hier mega Highlight. Feiere ich übelst ab. Boah. Boah. Digi, was ist jetzt bei dir? So. Abgeschlossen. Schön.
Aber... hallo? Ey, shit! Boah, jetzt habe ich echt gedacht... Nee, weil auf den Scheiß habe ich jetzt gerade keinen Bock. Ich möchte jetzt hier noch mal kurz ein bisschen Leben einsammeln. Es lief doch jetzt gerade ganz gut. Ich schwöre, ich habe hier gerade Pilze gesehen, oder... Ah, okay. Da ist ja nochmal so ein Bandit. Was ist denn da hinten? Ist da so ein Geheimnis oder sowas? Aus dem Weg. Beiseite. Mach Platz. So, und jetzt. Weg! Digga, weg! Geh doch mal weg! Heilands Donnerwetter hier. Kommt da einfach so ein Troll. Aber ganz ehrlich, dem schlagen wir jetzt erstmal schön den Schädel ein, meine Freunde. So. Keine Gnade. Keine Gnade zeigen, meine Freunde. Keine Gnade. Einfach den Troll hier wegballern, dass es nur so knallt. Ja, so. Und ich hoffe, das lohnt sich. Ich hoffe, das war jetzt echt kein Fail, Mann. So. So, wir schauen uns hier nochmal um. Ja, da vorne ist ein Geheimnis, sehr schön. Und jetzt kommt da auch so ein Troll raus, oder? Nee, gut. Naja, ob sich das jetzt gelohnt hat, kann ich wirklich nicht beurteilen. Aber sei es drum, der Vollständigkeit halber, ne? Und wir sind ja auch keine Pussys. Ja, das mit der Musik hat jetzt aber gerade nicht so geklappt, ne? Da muss hier auf jeden Fall der Level-Designer hier nochmal sein Augenmerk hier drauflegen, ja? Ist das was zum Einsammeln? Nee. Oder doch? Nee. Wisst ihr, wie das aussieht? Wie so ein Zitronenkuchen. Wie ein Zitronenkuchen. Und jetzt? Wo schickst du mich hin? Okay, also. In dem Falle eines Falles. Rüsten wir hier wieder unseren Dolch aus. Hoppala. Na, so, jetzt. Heieiei. So, also, dann gilt es hier nochmal... Ja, die könnten mir halt auch helfen, die Spastis, die da hinten stehen, ja. Unglaublich, meine Freunde. Aber ich lasse den Banditen hier keine Chance. Die nehmen jetzt mal hier schön auseinander, ne? So, und jetzt? So, wir unterhalten uns hier mal mit dem Söldner. Gute Arbeit, wie ihr diese Bastarde erledigt habt, okay. Ich weiß noch immer nicht, ob ich euch traue, Krieger. Mal sehen, ob ich dir deinen scheiß Schädel abhack hier mit deinem hässlichen Bart. Das ist ja übelst. Ich glaube, ich hack ihm den Schädel ab, schneide ihn diesen komischen Schnauzer ab und klebe ihn oben als Augenbräu wieder drauf. So, die Königin von Blutfall. Den Göttlichen sei Dank, dass ihr gekommen seid, Orai, sonst wären wir erledigt gewesen. Ich habe viele von ihnen niedergestreckt, aber es kamen immer mehr. Was ist geschehen? Das war ein Hinterhalt. Sie wussten also, dass wir kommen. Jemand muss sie gewarnt haben. Kann sein. Ich werde deshalb bald bei euch melden. Also ich werde mich deshalb bald bei euch melden. Aber jetzt geht erstmal nach Hause und ruht euch aus. Ihr habt es euch verdient. Aha. Wir erkunden... Ich erhoffe mir hier noch die ein oder andere Kiste. Eigentlich muss hier noch eine zweite Kiste rumfliegen. Oh, jetzt habe ich mich gerade voll erschrocken. Was ist das?
fehlen da jetzt die Texturen drauf oder was? Was? Okay, Arschlecken. Na gut, scheiß auf die Kiste. Also, wir gehen nach Hause, wie die Blutfallkönigin es vorgeschlagen hat. Und treffen hier Warnum an. Krieger, ihr seid zurückgekehrt. Ist die Königin wohl auf? Das ist sie. Ich bin gerade noch rechtzeitig gekommen. Wunderbar, Urai. Ihr seid mir wie ein Bruder. Ihr wisst, wo sich die Steine befinden. Jetzt müsst ihr sie nur noch zurückholen. Ich mache mich auf den Weg. So. Jetzt. Gut. Niemand, der hier meine Dienste braucht. Okay. Können wir hier noch irgendwie irgendwelche Tränke? Nee. Kaufen wir noch eine Runde Knoblauch. So, und brauchen hier noch mal ja, zwei Tränke. Dann reicht's für zwei Tränke. Für zwei Tränke reicht's. 20 Sekunden. Ja, ich bin jetzt mal echt gespannt, ja, welche Main Quest wir hier mal angehen sollen. Wird echt schwer. Mehr dazu werden wir in 5, 4, 3, 2, 1 herausfinden. So, jetzt schauen wir uns das hier nochmal genauer an. Quests. Weil sonst haben wir hier nur noch so Nebenmissionen, die Trolljagd und den Boten der Talmor töten. Ah, ich weiß auch nicht. So, auf jeden Fall die Geistergeschichte, die fünf Steine, die Aelidenkrone. Ah, das ist alles so schwer. Jetzt schauen wir uns hier nochmal. Ich müsste hier schon fast ein paar Sachen definitiv reparieren. Ja. Quecksilberschild ist halt natürlich sexy, aber das Problem ist, dann habe ich hier meine Fertigkeit, wie heißt es, passende Garnitur nicht mehr, indem wir dann einfach 58 plus 58 Rüstungswerk beim Tragen alle Rüstungsteile erhalten. Deswegen lassen wir das mal schön sein. Gehen zum Lohnt. Und hauen hier mal einen fetten Batzen zur Reparatur raus. Gehen hier auf Quests und ich würde sagen, wir starten mal hier die Geistergeschichte, indem wir mit dem Geist von Valentis dann am Ende reden müssen. Und zu der Geistergeschichte selbst. Der alte Verzauberer hat mir einen Talisman gegeben, dank dem ich mit Geistern reden kann. Ich muss den Geist von Valentis fragen, wie sein Bruder bezwungen werden kann, und das werden wir jetzt machen. Das ist eine gefährliche Quest. Letztes Mal ging es gut. Ich hoffe jetzt wirklich, dass da alles cool verläuft. Ansonsten brechen wir halt ab und probieren nochmal eine andere Quest. Das machen wir jetzt einfach ganz ungeniert und gechillt. Ich habe da vorhin schon Spinnen gesehen. Und jetzt kommt hier auch noch so eine zweite. Ah, fuck you, Alter. Oh, was geht jetzt? Was ist das? Adieu. Ah, und da vorne ist noch die Babaspinne. Scheiße. Okay, was geht hier? Nur Salze der Leere. Die Salze der Leere hinterlassen bei mir nur Gefühle der Leere. Freunde, das ist doch alles hier nix. Jetzt kommt da noch dieses scheiß Bastardviech, ja. Er ist doch einfach zum Kotzen. So. Es läuft scheiße. Es läuft richtig kacke. Nicht gut. Was kommt jetzt? Ich hör's schon. Skelette. Ey, ganz ehrlich, ich gehe jetzt einfach. Okay, diesem Kampf konnte ich nicht entfliehen. Ah!
Ja, du Spaß, Alter. Mann. Echt so eine Scheiße. Oh, fuck, ich sehe es jetzt schon kommen, ey. Das wird nix, Leute. Das wird nix. Also die Mission, ich merke es auch schon, also ist ja für Stufe 31 geeignet, aber ich glaube, so viel Glück wie beim letzten Mal werden wir hier nicht haben. Also alle hier mit Schild am Start und so, also boah, Alter, das wären echt dreckige Fights jetzt. Ja, toll. Geil. Ja, nimm noch deinen Powerschlag und fick mich doch gleich. Spast. Also ich werde mich einmal noch wieder erwecken, aber mehr kann ich dann auch nicht machen, meine Freunde, weil das ist mir dann echt eine Nummer zu heiß. Boah, shit, ey. Echt kacke, Mann. Nicht gut. Spast. Fuck. Nix gut. Boah, Alter. Du dreckiger kleiner Hund. Oh, ich muss dich und alle auseinandernehmen. Shit, das wird nix. Boah, das wird so ein richtig fettes X, Alter. Nee. Das kann ich vergessen. Das kann ich knicken, Digi, das kann ich so knicken. Besonders mit diesem Powerschlag, also das kann ich vergessen. Aber, nee, das machen wir nicht. Das kannst du vergessen. Das bringt nichts. Vielleicht bin ich auch einfach zu schlecht, muss ich sagen. Also, aber, nee. Nee. Gegen welche Zauber sind denn diese Skelette? Ich google das mal ganz kurz, ich vergesse das immer. Elder Scrolls Blades Skeleton. So. So, Enemy Weakness. Jetzt schauen wir mal hier, Skeleton ist gegen Schock. Ist gegen Schock empfindlich, aber mal ganz ehrlich, ich glaube, ich habe noch nicht mal irgendwelche Schockzauber. Ich schaue mal kurz in die Fertigkeiten. Ja doch, ich hätte hier den verzögerten Blitz. Und mach verschlingendes Inferno weg und mach nochmal absorbieren rein. Soll ich es nochmal probieren? Ich möchte es einfach nur nochmal testen. Lass uns das mal probieren. Ja. Wir testen das jetzt einfach nochmal, das interessiert mich. Komm her, Bitch. So. So, nochmal. Also Spinnen sind auf jeden Fall gegen Feuer. Ja, klar, fick mich halt gleich. Ah, Mann, ey, das geht mir so auf die Eier. Ja, in diesen Hauptquests liegen halt auch nirgendwo so Heil-Items herum. Ja, vielleicht könnte ich jetzt mal an dem vorbeisteppen. So, probieren wir hier mal unser Glück bei diesem Freund hier. Und dann testen wir auch direkt mal, wurde ich jetzt unterbrochen? Ah ja, bei meinem Glück wurde ich jetzt unterbrochen.
Richtig geil. Oh, 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 shit, Alter, Bro, Mann, was soll die Scheiße, ey. Jetzt hätte ich auch gleich schauen können. Moment mal, ich schau auch gleich, wo ich diese... wie heißen die denn auf Englisch? Tja. Schau ich grad. Boah, scheiße, ich weiß nicht, wie die heißen. Wie heißen die auf Englisch? Boah, scheiße. Outcasts, Shock, Necromancer, nein. Mercenary, Goblin Warrior, nee. Wie heißen die auf Englisch? Troll, Wait, was ist Wait? Wisp? Nee, das sind Geister. Spriggan. Scheiße, da sind halt auch keine Bilder mit am Start, ne? Vielleicht gibt's hier auf dieser Seite was. Sorry, Leute, ich muss mir das jetzt echt mal reinziehen, aber... Nicht mal hier gibt's irgendwelche Bilder, scheiße. Wär's natürlich echt geil. Naja, gut, sei's drum. Ah, das war jetzt natürlich so ein fucking Fail, was ich hier gemacht habe. Jetzt bin ich down. Egal, ich tue mich jetzt wieder wecken. Ich möchte es jetzt wissen. Und scheiße auf diese Kack-Diamanten. Da scheiße ich so ein ganzes Pfund drauf. So, der widersteht auf jeden Fall. Gut zu wissen. Also Feuer ist es nicht. Aber ich glaube, es war Gift. Wenn ich mich jetzt recht entsinne, war das Gift. Ja, aber das bringt jetzt alles nichts mehr, ey. So ein Scheiß. Ah! Jetzt gerade, wo ich diesen Scheißblitz rausgelassen habe, ey, fick dich! Scheiße, okay. Nee, Leute, das bringt nichts. Das bringt nichts, das ist doch ein Kack. Ist doch ein richtiger Scheiß. Ja, richtiger Abfuck. Also, das können wir auf jeden Fall vergessen. Boah, ich habe gar keine Ahnung, was ich machen soll. Also, dann probieren wir mal hier die alte Eiliden-Krone. Die ist irgendwo in den vergessenen Höhlen versteckt und ich muss mich den Gefahren dort stellen, um sie zu finden. Und jetzt würde ich mal sagen, wir probieren das jetzt einfach mal. Ansonsten, wie gesagt, haben wir jetzt hier Mythbusters technisch dann aber auch bewiesen, dass man halt manchmal sich erstmal hochskillen muss, bevor es weitergeht. Also wenn die Mission jetzt hier auch nichts wird, dann würde ich vorschlagen, dann machen wir jetzt hier einfach mal ganz klassisch noch eine Nebenmission und lassen es dann gut sein, weil das bringt ja alles nichts. Ja, ist ja scheiße. So. Scheint auf jeden Fall mal ein bisschen... leichter zu sein, diese Spinnen hier platt zu machen. Ich würde jetzt hier auch gar nicht lange rummachen, weil mir das jetzt hier einfach zu heiß ist. Mich noch hier jedem Gegner zu stellen, definitiv. Sehr schön. Okay, läuft. Wir sind noch auf dem richtigen Weg, meine Freunde. Und da vorne sind wieder diese fucking Skelette. Oh, unten. Oh, ein Scheißbär. Fuck. Ja, auf dem Bär habe ich jetzt echt keine Eier. Aber ich habe wohl keine andere Wahl. Und die sind, glaube ich, anfällig gegen Schnitt. Gegen Schnittwaffen. Deswegen, ach komm, wir probieren es jetzt einfach. Fuck off. No risk, no fun. Ne? Oder wie sagt man so schön? Ja, läuft. Läuft, läuft, läuft. So.
So, das ist auch schon ein Geheimnis. Ey. Digga, don't do that to me. So. Okay, läuft. Dann haben wir ein Geheimnis schon gefunden. Und jetzt hier, Mr. Skeleton. Lass dich mal kurz abchecken, Digi. Ja, hallo? Wann kommt denn dieser verzögerte Blitz jetzt an? Gar nicht, oder was? Hä? Muss man das jetzt verstehen? Hä? Muss... Hä? Hä? Alter! Verarsch mich jetzt nicht, Digi. Ein Ball aus... Nee, oder? Erfordert Stufe 26. Ah, nee, das ist der nächste Rang. Nach oben und schlägt 5 Sekunden später als Blitz ein. Also, jetzt nochmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Es passiert nichts. Es passiert nichts. Kleiner Spast. Warum passiert nichts? Ey, das ist doch so eine verfickte Scheiße. Ich könnte im Strahl kotzen. Ich könnte Scheiße kotzen. Dann machen wir es hier weg. Ja, und was nehmen wir jetzt? Ah, Details, was ist das? Eine Giftkugel verursacht beim Aufprall 138 Giftschaden. Nee, das ist kacke, wir nehmen hier die Giftwolke. Vielleicht braucht man die ja nachher. Schauen wir mal. Aber das mit diesem... Also, hier mit dem Blitz, also... Es geht mir jetzt noch ein bisschen nach. Bitte, meine Freunde, kommentiert das und sagt mir, dass ich irgendwas falsch gemacht habe. Ja, und jetzt ist da vorne auch noch so ein verfickter Troll und da auch. Drei Trolle. Die dann da wie so eine 100-jährige Frau, die ihr ganzes Leben lang gebuckelt hat, da hier über... Hier über die Walachei hier spazieren. Bewacht er da irgendwas? Also das ist auf jeden Fall eine Kiste. Aber fick auf die Kiste. Wir machen jetzt hier weiter. Ah, vielleicht kann ich hier auch einen Troll einfach überspringen. Ja, ihr müsst es mir auf jeden Fall jetzt nachsehen, dass ich jetzt hier nicht den Kampf suche. Nachdem ich hier schon 50 Steine hier... Ah, fuck, Mann, ey, echt, das tut weh. ...in den Sand gesetzt habe. Und da spazieren sie. Da spazieren sie. Alles macht euch Spaß. Alles macht euch Spaß. Ja, jetzt machen wir hier einen Abflug. Ja. So. Ja, hier. Ja. Gut. Ja, sehr schön. Ja, so gefällt mir das. Jetzt, wenn ich so das Ende des Levels erreicht habe, kommt bestimmt so, töte alle Gegner. Ja, Digi. Boah, ey, Diese scheiß Skelette, ich schwör's euch, die gehen mir so auf die Klöten. Okay. Oh, 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 ah, ah. So, wir nehmen hier wieder... jetzt nehmen wir mal den Twemer durch. Du kannst deine Ausrüstung nicht wechseln, während du angreifst, blockierst. Oh, okay, fuck you. Adieu, Digi. So. Hallo, sammeln wir mal ein? So, jetzt. Jetzt bin ich mal gespannt hier. Was passiert, meine Freunde? Was passiert? Farbe. Ich habe Farbe eingesammelt. Hier, komm, nochmal Farbe.
Yes. Meine Freunde, wir haben wieder erfolgreich... What the hell is going on, motherfucker? No! Ah. Warte mal ganz kurz, gegen was sind Drachen nochmal empfindlich? Ich glaube gegen Feuer, oder? So. A Dragon. Schock. Der ist gegen Schock, ist er anfällig. Aber es geht ja hier mein verfickter, verzögerter Blitz ja nicht, ne? Ach, Digga, weißt du was? Ich scheiße, so ein ganzes Pfund drauf. Und Slashing, die sind gut, also die sind empfindlich gegen Slashing. Also nehmen wir jetzt hier das heftigste Slashing, was wir hier am Start haben. Komm schon, Digga. Mach keinen Scheiß, Mann, Bro. Eine Combo nach der anderen. Komm schon, Bro. Fick ihn. Fick ihn. Ja. Ihr denkt, oh Alter, was ist das für ein Überspast. Ah. Wieder hier mein Leben auseinander nimmt. Und hier haben wir die uralte Eilidenkrone, meine Freunde. So, und jetzt? Ja. Sehr schön. Wir schließen ab. Wir scheißen auf das Geheimnis. Läuft. Das lief doch jetzt mal okay. So, Sashi ist am Start. Viel Glück bei der Suche nach den Varla-Steinen. Ihr werdet es brauchen. Wir haben die Krone schon gefunden. Also, wir können auch das... Alter, Sashi verschickt mich so sehr, dass in jeder Folge, wo ich Sashi vorlesen muss, ich mich so heftig einfach verlabere. Also, wir können auch nach dem Ritual suchen, da wir wissen, wo es zu finden ist. Das sehe ich genauso. Alles gut, viel Glück, Oral. Alter. Sashi. Also dich gibt's nicht, Sashi. Dich gibt's echt nicht. Geil. Gut. Nice. Perfekt. Aber. Ja, und weil ich jetzt noch so lustig bin, haue ich jetzt auch noch gleich einen neuen Termin für die nächste Folge raus, meine Freunde. Was sagt ihr? Ich würde sagen, die nächste Folge kommt direkt auch schon morgen. Oder? Habt ihr doch bestimmt Bock drauf. Ich habe auch Bock drauf. Und ja, war jetzt echt eine heftige Folge. Ich habe ein paar Diamanten verloren. Aber wie gesagt... Ihr seht, das war auch wieder eine 5 totenkopfvolle Mission und wir haben trotzdem alles weggebasht. Von daher würde ich sagen, wir probieren uns noch an andere Missionen und mal gucken, vielleicht läuft es ja, man weiß es ja nicht. Und würde mich freuen, wenn ich euch morgen wieder zur selben Zeit an dieser Stelle sehe und euch wieder begrüßen darf. Nochmals vielen Dank für die 500 Abonnenten und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch bitte ein Like da. Ihr dürft auch gerne kommentieren, also das mit dem Blitz, das habe ich echt bis jetzt noch nicht geblickt. Und mein Name ist CoreGamingVS. Let's play. Let's go. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde.